Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Abenteuer. Wir befinden uns in Hochwurzen bei Schladming im schönen Österreich. Und wir sage ich, weil ich diesmal mit meinem Kumpel Christian unterwegs bin. Und wir haben uns vorgenommen, die nächsten 5 Tage den Schladminger Tower in Höhenweg zu laufen. Das sind insgesamt knapp 50 Kilometer. Hört sich erstmal nicht viel an, aber wir haben auch einige Höhenmeter vor uns. Und jetzt sind wir gerade gestartet. Es ist 10 nach 9 und dann schauen wir mal, was der Tag heute noch so bringt. So, angekommen am ersten Gipfelkreuz. Jetzt sind wir auf 1980 Meter und haben einen sagenhaften Ausblick. Schaut euch das mal an. Letzte Müsli-Riegel-Pause, bevor wir dann die Ignaz-Mattes-Hütte erreichen. Das ist unser Tagesziel für heute. Und hier oben ist es doch schon deutlich windiger. Wir sind jetzt auf 2220 Metern. Und es wird langsam echt kalt. Ich glaube, der Chris zieht jetzt auch gleich seinen Pulli wieder an. Und dann werden wir weiterlaufen. Da unten können wir unsere Hütte schon sehen. Ich hoffe, dass man es auf dem Bild sieht. Dieser kleine Punkt da unten am See. Da. Da müssen wir jetzt noch hin. Da haben wir unser Tagesziel erreicht. Und ich glaube, für heute reicht es dann auch. Die erste Etappe ist geschafft. Einen wunderbaren guten Morgen. Wir haben 8:45 und verlassen jetzt die Ignaz-Mattes-Hütte. Gehen heute auf dem Weg zur Keinbrecht-Hütte. Wir haben heute Nacht übrigens auf 1900 Meter geschlafen und müssen heute auf 2500 Höhenmeter hoch und 900 Meter wieder runter. Also ein ganz guter Anstieg. Dafür ist die Tour heute nicht ganz so lang. Ich denke mal, dass wir gegen 1 oder 2 Uhr schon auf der nächsten Hütte sind. Starten wir mal. An Freunde und Familie, die uns vielleicht gestern versucht haben, noch zu erreichen. Macht euch wie immer keine Sorgen. Wir haben einfach seit gestern Mittag überhaupt kein Netz mehr gehabt. Und auch diese Hütten hier haben kein WLAN. Was auch nichts Schlimmes. Da hat man mal so ein bisschen seine Ruhe. Hoffen wir mal, dass das Wetter noch
ein bisschen positiv bleibt. Man hat uns keine gute Vorhersage gegen das Wochenende gemacht. Samstag soll es sogar eventuell schneien. Aber wir schauen mal. Wir laufen Tag für Tag und entscheiden einfach spontan, was wir dann machen. Wer übrigens auch so wie wir auf die Landschaften von den Herr der Ringe-Filmen steht, der muss gar nicht unbedingt nach Neuseeland fliegen, sondern vielleicht einfach mal einen Ausflug nach Österreich wagen. Denn hier haben wir auch so unfassbare Weiten. Und guckt euch das Bergpanorama hier mal an. In meinem Sprachgebrauch ist das hier dann doch schon eher Klettern statt Wandern. Ein Tritt nebendran und dann geht's runter. Auch ein kleines, gut verstautes Logbuch gefunden. Da haben wir uns natürlich gleich erstmal ins Gipfellogbuch eingetragen. Da ist unser Eintrag. Und jetzt verstauen wir das Buch wieder. Ist ja für die Ewigkeit konserviert in diesem Blechdosen. So. Wir waren dabei. Also wenn uns nicht alles täuscht, ist das da unten schon die Keimbrechthütte. Das heißt, wir haben es dann heute schon geschafft. Ein bisschen brauchen wir noch was. Wir haben 12 Uhr jetzt. Also ich schätze mal eine Stunde, dann sind wir pünktlich um 1 Uhr da. Geschafft, wir haben die Kneiprechthütte erreicht. 4 Stunden haben wir gebraucht, knapp 6 Kilometer gelaufen. Und wir haben jetzt, sind jetzt hier auf 1870 Metern. Es ist knapp 1 Uhr. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum lauft ihr denn nicht einfach weiter zur nächsten Hütte, habt ihr noch Zeit bis heute Abend. Die nächste Hütte ist noch 6 Gehstunden von hier entfernt und das wird dann doch ein bisschen heftiger für heute. Deswegen gehen wir jetzt rein, ziehen uns um, was Warmes, Trockenes an. Genießen den Abend, den Rest des Tages, trinken noch ein schönes Radler und essen was. Guten Morgen von der Kneiprechthütte. Nachdem wir gestern wirklich Glück mit dem Wetter hatten, genau als nachdem wir angekommen waren, hat es nämlich sofort angefangen zu regnen und komplett zuzuziehen, freuen wir uns heute Morgen umso mehr über ein phänomenales Wetter. Fast klarer Himmel, ein paar Wolken ganz oben. Heute haben wir ungefähr 5 Gehstunden vor uns und unser Ziel ist heute die Gollinghütte. Thank you.
sind jetzt auf der Trockenbrotscharte auf 2237 Meter. Und es ist deutlich frischer hier oben. Hier geht auch wieder ein bisschen der Wind, deswegen werden wir jetzt erstmal die Jacken anziehen und eine kleine Snackpause einlegen. Wir sind oben. So, noch anderthalb Stunden bergab bis zur Gollinghütte und dann haben wir unser Tagesziel erreicht und ein großes Schnitzel verdient. Das hier ist jetzt übrigens die Gollingscharte und hier sind wir auf 2326 Metern. Schön, wenn man es geschafft hat. Die letzten paar Meter Steine, bevor es gleich auf geradem, flachen, grünen Gras weitergeht. Da ist sie, die Gollinghütte! Also die Hütte ist wirklich nagelneu renoviert. Wir haben sogar noch das Glück gehabt, dieses schnuckelige Zimmer für uns zwei zu kriegen. War wohl das letzte. Während wir auf den anderen Hütten unseren Strom in 30 Minuten Einheiten kaufen mussten, haben wir hier auf dem Zimmer sogar eine eigene Steckdose. Für so Technikfreaks wie mich natürlich perfekt, denn da kann man das ganze Geraffel dann auch wieder vollladen über Nacht. Guten Morgen! Ja, die Wettervorhersage hat sich leider bestätigt. Heute ist den ganzen Tag Regen angesagt und leider fällt auch die Schneefallgrenze ab heute Mittag, Vormittag, Mittag
auf 1300 Meter. Was bedeutet, dass wir jetzt absteigen werden, weil bis zur nächsten Hütte überschreiten wir die 1300 Meter auf jeden Fall und haben keine Lust bei Regen und Schnee dann wieder mitten am Berg zu stehen. Das ist zu gefährlich und alle Einheimischen und alle, mit denen wir hier auf der Hütte geredet haben, haben uns auch dringend davon abgeraten. Deswegen machen wir jetzt uns auf den Weg runter ins Tal zum Auto. Ja, wir haben es geschafft. Nach 4 Stunden und 19 Kilometern sind wir nun endlich wieder in Hochwurzen am Auto angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und ihr könnt mir auch gerne bei Instagram folgen unter erik.bischoff. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Ciao!